Ja, moin moin, meine Diggers und Diggerinas. Es gibt ein paar riesengute Nachrichten, die ich euch nicht vorenthalten will. So viel sei gesagt, Ubisoft verspricht uns mehrere Jahre Spielspaß und ich sage euch, wieso. Laut Ubisoft will man diesen Hype um das Spiel nicht abbrechen lassen und freut sich auf eine mehrjährige Reise mit uns Gamern. Genauer gesagt, Ubisoft plant bis zu 100 neue Operator. Nope. Kein Fake, wie auf der Seite play3.de nachzulesen. Dort gibt der Brand Director Alexandre Remy bekannt, dass der Umfang des Spiels in der Zukunft deutlich zunehmen wird. Ich hoffe, ich habe an der Stelle den Namen richtig ausgesprochen. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie das Balancing dann aussehen wird. Vielleicht werden sogar mehrere Operator komplett umgekrempelt und ihre Fähigkeiten verändert oder durch andere ersetzt. Was mir zu den neuen Operatoren einfallen würde, wäre zum Beispiel eine fliegende Drohne, nein, ich meine natürlich nicht Yokai, und eine Kamera, die man unter einer Tür durchschieben kann, die an so einem Seil hängt, oder vielleicht auch ein neuer Sledge, nur diesmal nicht mit einem Hammer, sondern einem Rambock. Wenn ihr dazu Ideen habt oder Wünsche, lasst mich das wissen und postet es mal für alle in die Kommentare. Vielleicht können wir zusammen den ultimativen Operator schaffen. Übrigens, sagte der Director noch, wenn es dann immer noch gut laufen würde nach diesen 100 Operatoren, wäre kein Grund da, mit dem Support für das Game aufzuhören. Wer von euch zum Beispiel League of Legends kennt, der weiß, welche Vielfalt auf einen wartet mit über 100 Champions in dem Game. Und jetzt bezieht das mal bitte auf Rainbow Six. Ich sehe da nicht nur sehr große Freude mit verbunden, sondern auch ein bisschen Sorge. Ich meine, wie will Ubisoft das hinbekommen? Denn LOL ist ein ganz anderes Game, andere Mechanics und so weiter. Ich stelle mir das halt so vor, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie Ash da hinkommt, so, ja man, Ash hat jetzt 80-fachen Mana-Burn in ihrem Secondary-Zauberstab. Ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Vielleicht ein paar ESL- bzw. Ranked-fähige und vernünftige Modi mit bestimmter Anzahl an Spielern pro Team. Ein 3-vs-3 mit entsprechenden Maps. Wäre das eine Idee? Ich gehe sogar mal so weit und sage, das muss dann auch her bei 100 Operator. Aber wie seht ihr das ganze Thema, Leute? Also ich finde einfach nur zu sagen, ja geil, das bringt so nichts, da einfach zu viele Variablen in dieser Rechnung stecken. Unser Word quasi in Ubisofts Ohr. Apropos, wo wir gerade bei Veränderungen sind, ich habe hier zwei Clips für euch. Und keine Sorge, ich rede gleich über das Thema für diejenigen, die kein Englisch können. With how recoil system works and how the sights work. And so we're really excited to announce that coming in the future, so in not season 3, but coming with an upcoming technical test. Just say it. Spit it out, say it, Justin. All right, I'll say it. We're removing the penchant for RNG for your recoil. So all weapons have a predictable recoil pattern, which means you'll be able to learn them. You'll be able to learn them through muscle memory. And it also makes shooting more skill-based. It makes it more accurate and makes it have you less those spray and pray moments. Yes, where right. You're really just kind of like spraying and trying to, you know, it's removing, control the, it's removing the recoil, one of the only remaining RNG factors in Rainbow Six. I mean, that having a predictable recoil pattern means you know what is going to happen when you hold down left click. Right. Hello again, and we will see you tomorrow. We're going to be discussing the attacking operator Ying and her Candela charges, her Candela device, as well as the new recoil changes that we're going to be looking at in the future. Those are very good. We have not talked about this yet anywhere, and it is not coming with season 3, but it is something that we're looking towards for the future in year 2, maybe the beginning of year 3, but it should be really exciting. Same time tomorrow, same channel. We'll see you then. Thank you. Ja, Mann. Wie wir hören, will man den Rückstoß der Waffen verändern. Viele von uns dürften das Spray- und Pray-Verhalten einiger Spieler bereits kennengelernt haben. Mir kommt bei dem Thema ein ganz spezielles Game in den Kopf, nämlich CSGO. Dort kann man den Rückstoß der Waffen auch kontrollieren lernen und somit auch bei Dauerfeuer seinen Schussradius zentrieren. Mit dieser Überarbeitung will Ubisoft den Zufallsfaktor beim Schießen auf ein Minimum begrenzen bzw. ein System anbieten, an dem man besser lernen und trainieren kann. Freunde, jetzt habt ihr eine Menge Infos und ich würde sagen, ihr haut mir mal eure Gedanken in die Kommentare, das würde mich extrem freuen. Wenn jemand irgendwelche neuen Infos hat, die in diesem Video noch fehlen zu den beiden Themen, auf jeden Fall in die Kommentare da rein posten. Ich bin jetzt raus, euer Odix, und freue mich über jeden Kommentar und jeden Daumen nach oben und ciao!